Yo Leute, weiteres Video von den Konsolenprofis, heute wieder Solo-Action mit dem Ball und wir setzen die For Honor-Story weiter. Jawohl, im letzten Video haben wir die Wikinger-Kampagne beendet, die zweite Saga also. Jetzt sind wir bei den Samurai in der dritten und letzten Kampagne und wir springen auch direkt rein in 3.1, nennt sich Pflicht. Schauen wir mal. Was uns erwartet. Jetzt wählen wir gerade noch Orochi aus. Ja, müssen wir ja. So, das ist unser erster Char sein. Und jetzt werden wir gleich mal in das erste Video reinspringen. Ja, das ist schon mal ein Schluck trinken, da es hier so super schnell geht. So, da geht's los. Wir Samurai haben unsere Heimat vor langer Zeit verloren. Für uns bedeutet dieses Wort nun etwas anderes. Wir fanden eine neue Heimat, aber wir müssen kämpfen, um sie zu behalten. Aus meiner Zelle heraus würde ich niemanden bekämpfen können. Aber meine Freunde, meine Daimyo, fanden eine Gelegenheit und nahmen sie wahr. Wir gehen. Ich sagte, wir gehen. Also los. Das geht nicht. Und genau deshalb seid ihr hier gelandet. Schnell dadurch. Okay, war die Lösung. Sehr interessant. Jetzt sind wir ja auch schon direkt in der Mission drin. Ne? Jetzt gucken wir mal. Zerstöre das Tor ist unsere Aufgabe. Schon mal gleich dazu zu sagen, ich habe noch gar keine Erfahrung mit den Samurai gemacht. Weder im Multiplayer noch sonst wo. Okay, das wissen wir auch. Also es ist wirklich noch komplett neu für mich hier, die Samurai. Was muss ich denn machen? So, muss ich wahrscheinlich die... Wow, okay. Der Controller ist fast leer, das ist ja der Wahnsinn. Aber das wird schon noch funktionieren. Das passt schon. So, jetzt schnetzen wir hier mal die ersten Boys mit den Samurai. Gut. Gehört ja nicht so viel dazu. Ist ein R1 zu button oder R2. Tötet die Angriffe der Wikinger. Okay, müssen wir jetzt also die zahlenmäßig unterlegen. Kann ich das hier mit einem R1 würde das ausgleichen? Weiß auch nicht. Ja, gut, laufen wir mal runter jetzt. Kümmern wir mal uns die Wikinger. So, überall sind hier so Dinger. Ah, okay, die müssen wir also noch töten. Die hier angezeigt werden. Machen wir das auch gleich. Hey, 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 jetzt verbrennt er uns hier. Ich hoffe, ich bin nicht eingeholt. Sag mal, was ist denn mit ihm, ey? Ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Jetzt erstmal wieder auf Dauer hier klären. So, jetzt machen wir den mal kaputt. Dass wir hier weiter können. Okay. Sehr schön.
tun in Autoken! So, super, jetzt haben wir es mal direkt geschissen. Das war nichts. Wie gesagt, ich muss mich erstmal hier an den Samurai ein bisschen gewöhnen. So, das machen wir jetzt nochmal mit ein bisschen Konzentration. Hier sind wir schon hin, kein Problem. Unterlegen. Feuer würde das ausgleichen. Kein Problem. Stummt der eigentlich weiter? So, jetzt gehen wir weiter. Man sieht wahrscheinlich, dass ich noch nicht so viel mit Sauerei gespielt habe. Also überhaupt noch nicht. Komm echt noch nicht so klar drauf. So. Ups, einfach gar nicht verteidigt. Schauen wir mal das gerade nochmal mit. Viereck. Okay. Gut. Ja, einfach nochmal ganz kurz auch zu dem Video zu sagen. Ich habe so ein bisschen noch an meinem Equipment geschraubt und probiere ein bisschen bessere Qualität rüberzubringen. Ich hoffe, es fällt euch auf. Das ist sozusagen die erste Video mit besserer Qualität. So, jetzt haben wir den auch wieder. Ja, super. Auch gut geklappt. Ja, jetzt gehen wir erstmal weiter runter hier. Da sind ganz schön viele hier. Das will ich auf den Sack. Müssen wir hier hin? Ja, das sieht gut aus. Das ist der nächste. Ich glaube, in dem sind wir gerade eben direkt. Ich hasse das, wenn der das macht. Kann ich hier noch einfach. Konzentriert an die Sache gegen den Ding. Ne. Bisschen fort. Tötet der meinen Kumpel? Kann er den töten? So, machen wir das jetzt mal fertig hier. Jo. Über den Heal an. So, wie viel müssen wir denn hier noch töten von denen? Das ist ja endless. Mein Goodness, ey. Hier, der nächste. Können wir auch noch wieder viel zu erzählen hier, ja, die einfach die Chinese hier einfach gnadenlos wegschlachten. Gut, ah, das mit R1 geht gut. Schneller R1 Button drücken, komme ich jetzt ganz gut zurecht hier. Ah, zack, 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 schön Damage, schnell. Ah, okay, gut, und dann einfach mit Viereck. Oh, roll weg. Oh, das habe ich jetzt endlich mal gecheckt. Na, jetzt ist bei mir jetzt auch mal angekommen, das funktioniert. Einmal mit Viereck und dann. Nein, wieso? Ich hasse gegen diese scheiß Blinder zu fighten. Wirklich, das geht mir richtig auf den Sack. So, jetzt müssen wir wieder hochrennen, ja. Müssen wir. Weil wir den letzten hier oben vor uns haben. Muss ich gerade mal gucken, wie wir überhaupt hier hochkommen. Ist hier eine Treppe oder so? Aber ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Oh Gott, das ganze Dorf ist ja verschwinden mit diesen kleinen Wassern. So, da ist er. No, noch ein Blinderer. Aber gut, wir kommen jetzt schon gut rein. Komm. Ja, gut. Nice, nice. Haben wir jetzt alle? Ach, da unten ist ja noch eine. Ich glaub's nicht, ey. Das nimmt ja gar kein Ende. Mein Gott, ey. Das war ein guter erster Hit. Das nimmt echt gar kein Ende, ey. Das ist schlimm. Ich hoffe, danach haben wir wirklich. So. Schön. So, jetzt haben wir ein neues Ziel. Jetzt muss ich schon ein bisschen reiche die Brücke, als wenn wir unseren Kumpels nehmen, nicht?
denke ich mal, treffen. Oh, das war jetzt so krassig, ey. Die ganzen Jimmys da einfach wegkloppen, ey, ohne was zu machen, groß. So, erreise Moji. Ah, den hat er schon geklärt. So, den haben wir doch erreicht, dann müssen wir weiter weg. Jo. So. Lege eine Giftfalle. Einfach hoch. Okay. Das war nicht die merkwürdigste Verteidigung, an der ich je teilnahm. Ja, da haben wir doch jetzt. Wenn es uns hilft. Schütze die Giftfalle. Machen wir doch. Ach, die kommen jetzt hier wahrscheinlich, die Gegner. Na, was muss ich jetzt machen? Oh, okay. Ah, der wird jetzt bestimmt was kommen. Ja, hier unten. Oh, er wollte einmal wieder gehen. Okay, jetzt müssen wir da also so ein bisschen rumfighten, bis wir das da haben. Also die Dinger, Giftfall wird angegriffen. Was? Never. Die kommen ja von überall. Ah, der hat da drin gestanden. Das war ja nice. Wollen wir da einfach hinlegen? Okay. Es ist da auch noch einer hier. Ja. Schnitzen wir auf. Oh. Harter Hit vom Gegner. Holy shit. Steht der schon wieder in dem scheiß Gegner, dieser Spacko? Hoffen wir mal, das ist hier der letzte. Ein Bock noch mehr. Weiß ja nicht, wie viel ich. Diese eine hier schützen? Okay, machen wir das jetzt einfach mal. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier wieder warten, bis die nächsten kommen. So, jetzt noch mehr. Ganz schnell. Jetzt kommt wieder das Horn. Können wir noch mehr aufnehmen hier? So, jetzt geht's wieder los. Mal sehen, ob es klappt. Das hat schon mal richtig hart gesessen. Die R1 ist wirklich viel effektiver als mit R2. Boah, jetzt sind sie alle schon low, ey. Ist ja richtig nice. Mein Großvater hat diese Strategie entwickelt. Haben wir alle? Oder haben wir noch was? Ah, da ist noch einer. Den habe ich übersehen. Hä? Jetzt. So, geht das jetzt noch weiter? Was ist das denn hier, ey? Ist ja endlos. Liegen schon über welche. Ist ja wirklich endlos hier, ey. Mein Gott, ey. Giftquelle, ja. Machen wir ja, ne? Uiuiui, ui, ui, was? Das ist hier schon mal eine Startmission hier. Uiuiui, ui, ey. Bin ich jetzt noch nicht so überzeugt von dem Ganzen her. Einfach nur die ganze diese Leute hier abschnetzeln, ohne kurz was zu sehen, ey. Ihr hört vielleicht auch meine Begeisterung, Vater. Das hält sich wirklich in Grenzen, ey. Ja, aber renn doch nicht in die nächste Rolle. Ich heil mich mal lieber. Mein eigener Kumpel hier wieder in den Rücken geschlagen.
Ah, da ist noch einer. Wenn es uns hilft. Jo. Alter, jetzt ist aber auch mal gut, oder? Wie viel müssen wir hier noch machen? Ja. Das reicht aber jetzt hier auch, ey. Mein Gott, ey. Haben wir nochmal eine neue Mission? Schlage Wikinger. Feuer. Ja. Gut. Ist auch nichts Neues. Es funktioniert. Ich glaube, jetzt können wir so raustreiben hier. Ich glaube, wir haben einen Hinten dabei. Oh, ich sehe doch nicht, dicker war's. Was ist denn mit dir, ey? Ah, oh, es gibt schon irgendwie kaum näher jetzt hier. Ah, sterben. Gut. So. Oh, ich habe ja ganz schön gefressen. Oh, für was können wir uns denn hier, ne? Machen wir das auch. Wenn wir es haben, nutzen wir es. Ist eigentlich richtig noobig, aber. Passt schon. Wir wollen es ja lieber schaffen, safe. Bevor wir hier sterben. Gut. So, kurz vor Ausdauer nochmal ein bisschen Ausbau ausklopfen. Clever. Gott, wie viel kommt denn da? Ist ja schlimm. Wir haben doch alle, oder? Alles, was wir tun, jo, war die Tore zu schließen. Oh, ich glaube, wir haben den Angriff endlich aufgehalten. Oder auch nicht. Okay. Was macht ein schwarzen Felswetter in unserer Stadt? Ah, okay, hier, cool. Ne, jetzt hab ich mir. Rechts. Links. Rechts, wieder verkackt. Links, nochmal verkackt. Was ist das denn? Ich verteidige doch. Komisch, wirklich. Ah, okay, ich glaube, das war gewollt. Oh, er steht einfach auf nach den Hits. Kein Problem. Nehmen wir einfach mal so mit. Ritter von der Schwarzen Felslegion. Wo ist Ayo? Die Wikinger waren in die Stadt eingefallen. Sie wussten nicht, wem sie so dienten. Ah, die letzten paar. Daimyo, euer Kaiser ist tot. Nimmst du seinen Platz ein? Niemals. Und willst du Kaiser werden? Nachdem ich den Rest von ihnen getötet habe, werde ich kommen, um dich zu töten. Ein Wolf. Überlass Seijuro den Palast. Sollen sich die anderen um die Reste prügeln? Für wen hältst du dich? Krieg. Ich bin der Krieg.
Okay, das war nochmal eigentlich sehr interessant. So, das ist ja das, was wir auch gezeigt bekommen haben zum Schluss der Wegen-Kampagne. Da kam auch wieder die Schwarzfeldlegion und hat dann gesagt, ne, wir wollen Kriege und Zettel und was weiß ich. Und das war jetzt so schon mal der erste Eindruck. Oh, jetzt bin ich gespannt, was jetzt wirklich noch kommt. Fand jetzt die Mission ja selber nicht so gut, so. Aber das Ende hat doch dann wieder ein bisschen was rausgerissen. Und ja, wie schon gesagt, jetzt bin ich gespannt, was noch so kommt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, dass jetzt das Video gefallen hat, ein bisschen bessere Qualität. Ja, auch bewerten, kommentieren natürlich. Und wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, auch gerne ein Abo da lassen. Macht's gut. Tschüssi.